Herzlich willkommen zum Webinar Operator Connect und allgemein um das Thema Teams, aber spezifisch Operator Connect. Kurz zu mir, ich bin Cody Blylock, Leiter der Serviceabteilung bei uns. Der ein oder andere kennt mich wahrscheinlich auch schon, gerade aus dem Supportbereich, weil ich da viel tätig bin und würde dann aber auch direkt durchstarten. So, Operator Connect ist ja relativ neu bei uns. Der ein oder andere hat auch vielleicht schon Teams über uns gemacht, meistens wahrscheinlich über Direct Routing. Aber da gehen wir mal genau drauf ein. So, genau. Also wir haben bisher das bekannte Direct Routing, bieten wir ja schon seit einigen Jahren an. Auch relativ gut und beliebt, läuft wunderbar. Kennen wir alle, ist ein SPC bei uns im Rechenzentrum. Bieten wir als Test an, wird zusammen mit dem Partner gemacht, gerade im Thema Einrichtung, hier bezüglich DNS und die ganze Konfiguration. War auch bis dato, bis vor kurzem ja alles über die PowerShell. Inzwischen bietet Microsoft aber auch an, dass man das ein bisschen über das Admin Team Center machen kann. Also ist auch deutlich einfacher geworden. Immer noch ein bisschen mehr Aufwand gegenüber nachher Operator Connect, wo wir drauf kommen, aber ist auf jeden Fall auch jetzt deutlich einfacher geworden. Das heißt, für die, die sich für oder auch schon mal in der Vergangenheit Direct Routing gemacht haben, kann ich sagen, ist einfacher geworden durch die Implementation in der GUI. Braucht man nicht mehr so viel PowerShell, bis teilweise gar keine, je nachdem, was man macht. Genau. Dann ganz neu haben wir den Operator Connect. Ist ebenfalls bei uns in ein SPC im Rechenzentrum Schweiz, ist aber ein bisschen anders. Da wir hier, also Operator Connect ist ja nicht, kann jetzt erstmal nicht jeder machen, sondern dafür muss man tatsächlich zertifiziert sein von Microsoft. Also wir sind offizieller Provider für Operator Connect. Ist auch ein sehr langer und sehr aufwendiger Prozess, weil Microsoft da dort doch sehr strenge Richtlinien und Vorgaben hat, wie das Ganze aussehen muss. Also wie gesagt, das geht bis hin zu längeren Qualitätsmessungen bei uns auf dem SPC, Pipapo, genau. Sind wir also auch einer der wenigen, die inzwischen das hier können in Deutschland. Haben wir auch, wie gesagt, auch ein SPC bei uns im Rechenzentrum, haben wir auch als 30-Tage-Testumgebung. Die Einrichtung ist sogar noch einfacher, da unter anderem die Rufnummern direkt synchronisiert werden. Das heißt, man muss die nicht mehr alle einzeln eintragen und konfigurieren, sondern tatsächlich ist es so, bei uns kann man die dann im Kundenportal, weist man die dem Trunk zu und dann werden die nach kurzem tauchen die dann schon direkt in Microsoft in der Teams Admin-Oberfläche auf und können dort dann praktisch den Usern zugewiesen werden. Sehen wir nochmal eine kleine Ansicht dazu auch später. Also macht das Ganze nochmal wirklich viel, viel einfacher. In der Einrichtung hat auch zusätzlich noch den Vorteil dadurch, dass man offizieller Provider von Microsoft ist. Arbeiten wir dadurch natürlich eng mit Microsoft in dem Bereich zusammen. Das heißt, wenn zum Beispiel Änderungen anstehen, was es im Gegenteil zum Direct Routing bisher nicht war, ist, kriegen wir sofort die Info von Microsoft, Obacht, wir machen dann ein Update, das und das müsst ihr beachten oder ihr müsst was anpassen, damit es da keine Probleme gibt. Was man ja gerade im Bereich mit einem eigenen SPC oder mit dem SPC separat, also das Direct Routing hat mit. Microsoft muss einem das nicht sagen, also sie schicken durchaus Sachen raus, aber gegebenenfalls, wenn die mal Kleinigkeiten ändern, kann das halt mal Auswirkungen haben, wo man schneller reagieren muss, wo wir aber nicht vorab Infos kriegen. Da ist aber jeder, der mit Direct Routing zu tun hat, kennt ja diese Probleme, dass da manchmal Kommunikation schwierig ist. Genau, ich habe es auch noch mal als dritte Lösung mitgenommen, den eigenen SPC. Ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, dass es eben nicht über uns ist, sondern dass nur der Trunk über uns ist und dass gerade das ganze Teams-Thema einfach in der eigenen Umgebung gemacht wird, auf einem eigenen Server, der ganze SPC-Server gehostet und connected wird, ist ja durchaus möglich. In manchen Szenarien auch tatsächlich eher zu empfehlen. Also gerade wenn es darum geht, wirklich große und komplexe Projekte zu machen oder gerade im Bereich mit Integrationen, das heißt also zum Beispiel eine bestehende PBX, teilweise ISDN-Server vielleicht noch mit integriert werden oder andere Schnittstellen. Wie CRM soll noch integriert werden, für die Teams natürlich keine eigene Schnittstelle anbietet, dann wäre das zum Beispiel was, wo man sagen würde, okay, da wäre drüber nachzudenken, einen eigenen SPC zu nehmen. Das heißt, man würde von uns einfach nur den Trunk nehmen, hat einen eigenen SPC und verknüpft es dann mit Teams, sowie dann eben auch alle weiteren Schnittstellen, die wir da gegebenenfalls als externe Schnittstellen dran haben. Ist natürlich aber auch bisschen eine teure Lösung, aber wir kommen jetzt auch zu den Preisen allgemein mal dazu, wie sich das unterscheidet. So.
gesagt, da haben wir unser Direct-Routing, das die ein oder anderen vielleicht schon kennen, was wir schon ziemlich lang machen. Monatlich abrechnen nach Sprachkanal, Mindestanzahl 2, ohne Lizenzen. Lizenzen bei Microsoft kommen ja stets immer dazu. Haben wir auch noch einen separaten Teil später, aber genau die sind da dann natürlich nicht inbegriffen. Unser einmaliges Setup für die 59 Euro für die Einrichtung bei uns und die Verbindung. Genau das Gleiche haben wir tatsächlich auch für Operator Connect, weil wir uns entschieden haben, wir auch einfach die Übersichtlichkeitshalber und das ist auch für Sie einfacher, dass es, man kann sich dann entscheiden, für welches Produkt, aber die Preise sind genau gleich. Also auch wieder 5 Euro pro Sprachkanal, mindestens 2, einmaliges Setup 59 Euro, genau identisch. Also kein direktes Konkurrenzprodukt, würde ich sagen, sondern eher eine Alternative, wo man dann sagen kann, welche Lösung ist für den Kunden besser, welche Lösung ist für mich als Partner besser. Und natürlich auch nochmal im Vergleich der eigenen SPC, wo man natürlich da keinen genauen Preis nennen kann, da das natürlich, wie gesagt, projektabhängig ist, weil was nimmt man für ein SPC? Nimmt man das mit fertiger Hardware? Nimmt man das nur gehostet auf einer eigenen Hardware, auf einem Server? Was sind dort die Lizenzkosten? Weil das meistens auch dort teilweise lizenzabhängig ist. Auch dort werden natürlich dann weiterhin immer noch die zusätzlichen Lizenzen von Microsoft benötigt. Genau. Da, wie gesagt, kann das durchaus, ist aber natürlich immer den Anforderungen des Kunden geschuldet, was er haben möchte, kann es natürlich deutlich teurer sein als eine Lösung von uns, kann aber dafür potenziell natürlich mehr mit Schnittstellen, die wir nicht anbieten können. Genau, ist aber wie gesagt auch kompatibel, also wir haben da Kunden und Partner, die das machen, benutzen sie weiterhin den Trunk von uns, wie sie das kennen, mit einer normalen Telefonanlage, bloß eben dann verbunden mit einem SPC, der eben im eigenen Rechenzentrum oder vor Ort bei dem Kunden steht. So, nun erstmal die Frage, wie bestellt man Operator Connect? Bei Operator Connect ist eben ein bisschen speziell, da es eben eine direkte Lösung von Microsoft in Zusammenarbeit ist. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, also im Endeffekt ist es zweiteilig, eine davon ist auf Microsoft-Seite, eine ist davon auf unserer Seite. Fangen wir erstmal mit der Microsoft-Seite an. Sie können im Endeffekt ganz einfach im Microsoft Teams Admin Center, wenn Sie als Admin angemeldet sind, können Sie in Ihr Teams Admin Center gehen. Haben Sie unser Telefonanbieter, können Sie dort ein Land auswählen. Für uns wäre es dann in dem Fall Deutschland. Und dann sehen Sie alle für Deutschland aufgelisteten Provider, die praktisch Operator Connect zertifiziert sind von Microsoft. Dann findet man dann auch Peoplephone. Und wenn man dann da drauf geht, kann man da sogar nochmal auswählen, für welche Länder. Wir bieten natürlich Operator Connect an für die Länder, in denen wir auch tätig sind. Das sind eben die üblichen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Litauen, Slowakei. Wie man das eben schon kennt, für die kann man das dann auch bekommen. Gibt dann im Endeffekt nur seine ganzen Daten an, sendet es ab und dann kriegen wir auch schon die Info von Microsoft im Endeffekt zu uns, weil wir nämlich also auch übermitteln zum Beispiel, um welchen Tenant es sich handelt, weil wir die Daten natürlich auch brauchen, um später dann den Tenant mit dem Trunk zu verknüpfen. Ist ja ganz praktisch, wie gesagt, weil dann, wenn man das ausfüllt, kriegen wir direkt schon die Informationen und können dann später komplett relativ einfach connecten, sehr kurzzeitig auch. Genau. Dann gibt es natürlich einen zweiten Teil auf unserer Seite, was wir machen müssen, weil natürlich allein, wenn Sie einfach nur das Ausfüllen drücken mit "Ich habe Interesse", passiert natürlich erstmal nicht so viel. Sie legen wie immer den Kunden an bei uns, wie Sie das kennen. Und dann natürlich die üblichen Verträge, Business Service Vertrag ist ja wie für fast alle Produkte Standard, der Microsoft Teams Vertrag und da sie ja Rufnummern brauchen, entweder Deportierung oder eine Rufnummerbestellung. Also im Endeffekt relativ ähnlich, wie Sie das schon kennen mit dem normalen Trunk, nur dass Sie eben den Teams-Vertrag dazu brauchen. Nur zum Beispiel im Vergleich mit dem 36 würden Sie den 36-Vertrag nehmen, hier einfach nur den Teams-Vertrag dazu. Die drei Sachen brauchen wir. Wenn Sie denn dann auch schon verknüpft haben auf der Teams-Admin-Seite, wie gesagt, können wir das relativ schnell einrichten, weil dann haben wir schon die ganzen Tenant-Daten von Microsoft übermittelt bekommen. So. Wichtig zu beachten ist, was gerade das Thema Operator Connect ist. Operator Connect hat ein paar Limitierungen im Vergleich zu Direct Routing. Und zwar liegt das einmal primär an den Rufnummern. Das heißt, möglich einzubinden können Sie nicht alle Rufnummern aus jedem Ländern, sondern tatsächlich nur die Länder, für die wir zertifiziert sind. Und das sind natürlich die Länder, in denen wir tätig sind. Das heißt, Deutschland, Frankreich, Österreich, Slowakei, das kann alles über Operator Connect angebunden werden. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich nur Deutschland machen, aber wie gesagt, für die eventuell Kunden haben mit mehreren Ländern. Es geht über Operator Connect nur diese Länder,
Zusätzlich muss man dazu aber auch noch sagen, ist auch das eher nicht zu empfehlen, weil gerade zum Beispiel im Bereich Frankreich hätten wir die Problematik, dass wenn dann der Kunde raustelefoniert, seine französische Rufnummer anzeigt und nach Frankreich anruft, wird in Frankreich die Rufnummer anonymisiert, weil es kommt über einen deutschen Trunk. Das gleiche Problem haben sie teilweise in der Schweiz, da kommt es ein bisschen auf den Carrier an, über den das eingeht in der Schweiz. Die tun teilweise auch anonymisieren oder sogar blockieren. Gleiche Geschichte haben wir auch in Deutschland, wenn zum Beispiel jemand aus dem Ausland mit Deutschland mit deutscher Rufnummer anzeigen will, funktioniert genauso wenig. Also normalerweise würde ich empfehlen, bei Operator Connect nur Kunden zu nehmen mit deutschen Rufnummern, weil sonst haben wir die ganze Problematik, wie gesagt, dass nur diese Unterstützung da ist und die müssen nämlich alle auf demselben Trunk sein, denn da kommen wir dann auch nochmal zum zweiten Punkt. Operator Connect ist insofern die Verbindung, dass der Trunk fest mit dem Tenant verknüpft ist. Das heißt, es geht nur ein Trunk pro Tenant. Wenn wir jetzt einen Kunden haben zum Beispiel, der eine Abrechnung nach Land haben will oder weil er zum Beispiel seine Tochterfirmen alle auf seinem Account hat und die alle abgerechnet werden sollen zum Beispiel nach Firma und die brauchen dann verschiedene Trunks für die Abrechnung zum Beispiel, dann geht das nicht mit Operator Connect, weil wie gesagt, da können wir nur einen Trunk mit einem Tenant verknüpfen. Das ist fest von Microsoft vorgegeben. In dem Fall wäre dann Direct Routing die richtige Lösung, genauso wie bei einem Kunden mit vielen internationalen Rufnummern, wo man dann sagt, okay, da sollte man dann auch auf Direct Routing gehen, weil dann können wir dort auch, wie gesagt, gerade im Multi-Trunking-Bereich für jeden Trunk einen eigenen Direct Routing-Verbindung machen, diese konfigurieren und dann ist es schön aufgetrennt für die Abrechnung. Wie gesagt, in dem Fall durch technische Limitierung Microsoft seitens mit Operator Connect nicht möglich. Aber dafür, wie gesagt, Einrichtung einfacher. Das sollte man auf jeden Fall wichtigerweise beachten. Genau. Wie gesagt, der Ablauf ist dann relativ einfach. Die Verträge werden bei uns eingereicht. Der Trunk wird vorbereitet. Der wird dann verbunden, wenn wir auch die Meldung von der Microsoft-Seite haben, wo sie eben, wie gesagt, die Anfrage machen und dass dann direkt die ganzen Tenant-Daten zu uns synchronisiert werden, wird er dann verbunden. Das ist dann alles fix. Sie weisen nur noch die Rufnummer in den Trunk zu und innerhalb kurzer Zeit, wenige Minuten, sehen Sie die Nummern direkt schon zum Konfigurieren in der Teams-Admin-Oberfläche. Sie sehen dann auch unter Verträge können Sie dann auch direkt die ganzen Verträge sehen, die der Kunde hat. Also praktisch in dem Fall hier steht, sagt er noch Users, aber das sind dann praktisch die Channels. Das heißt hier zum Beispiel können Sie dann direkt sehen bei den Verträgen von dem Kunden, okay, dann Operator Connect mit so und so viel Sprachkanälen. Genau. Wie gesagt, die Nummernzuweisung, wie schon erwähnt, ist super einfach. Sie gehen, wie Sie es kennen, die Rufnummernzuweisung auf den Trunk, wählen dann dort den Trunk aus und dann sehen Sie die Rufnummern. Im Endeffekt sieht es dann genauso ähnlich wie bei dem Admin Center aus. Sie kriegen dann auch angezeigt direkt in Teams Admin Center, mit wie vielen Rufnummern drauf liegen. Und dann können Sie, wie gesagt, die einzeln anklicken, können sagen, was soll damit passieren. Geht es auf einen Benutzer? Sie können die Sprach-App bzw. den Auto-Tenant dafür direkt zuweisen. Deutlich vereinfacht gegenüber der Pauschal-Methode und auch der bisher jetzigen neuen Methode, die, wie gesagt, ein bisschen einfacher ist, aber Operator Connect ist nach wie vor das Einfachste. Also hier sieht man das auch nochmal ganz deutlich. Können Sie einfach hier machen, zuweisen, Sie wählen aus, was ist es, User, wählen dann einfach den User aus. Und dann ist das schon erledigt, dann ist das schon verknüpft, alles aktiv. Natürlich Voraussetzung natürlich, dass Sie dem Benutzer die entsprechenden Lizenzen gegeben haben, weil ansonsten können Sie die natürlich nicht auswählen. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Lizenzen. Da tut sich ja leider stetig immer was, also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn es Veränderungen gibt. Ich glaube, in den Jahren, seit wir Direct Routing haben, hat sich schon mindestens 3-4 Mal das ganze Lizenzsystem geändert von Microsoft, auch von der Benennung her. Da wird sich auch in Zukunft nochmal was tun, kann ich vorab schon mal sagen, weil Microsoft ja durch die EU die Anweisung bekommen hat, dass ja Teams nochmal getrennt angeboten, also beziehungsweise, dass die Office-Produkte auch ohne Teams angeboten werden müssen. Das heißt, da wird es dann jetzt neue Aufteilungen, neue Pakete geben. Das kann sich dann, vermutlich wird sich das auch auf unser Lizenzsystem auswirken, aber dazu hat man natürlich noch keine Info, das wird erst kommen. Genau. Also die ganze Standard-Lizenzformation wäre Standard Microsoft E1 oder E3 und dann wird, wie gesagt, für Teams benötigt die Phone Standard-Lizenz. Dann haben Sie die E5. Bei der E5 brauchen Sie nichts zusätzlich, weil da haben Sie immer alles mit inbegriffen.
Und dann haben wir noch den Business-Bereich, also Business Basic, Business Standard, Business Premium. Und die brauchen ebenfalls einen Phone-Standard, jedoch hier mit dem extra Hinweis ohne Anrufplan. Genauso wie es hier bei Phone-Standard mit Anrufplan gibt, was wir natürlich nicht brauchen, weil Anrufplan bedeutet, sie machen die Telefonie nicht über uns, sondern über Microsoft direkt. Und wenn sie da den falschen nehmen, dann funktioniert das nicht, weil dann wird natürlich die ganze Routing und alles und Berechnung und Rufnummer werden sie dann sowieso nicht routen können. Aber die wird dann praktisch alles über Microsoft laufen. Und genau, das wäre dann der falsche Plan und dann müssen sie nachher wieder umbuchen. Deswegen immer darauf achten, dass man immer Pläne ohne Anrufplan mitnimmt, wenn man die Lizenzen bucht. So, es gibt auch eine Lizenzierung für die Sprach-Apps, also für die Auto-Attendance. Da ist es so, Sie bekommen, wenn Sie die Phone-Lizenzen buchen, bekommen Sie eine gewisse Anzahl von diesen Resource-Account-Lizenzen kostenlos dazu von Microsoft. Wie viele ist davon abhängig, wie viel von Phone-Lizenzen Sie gebucht haben. Wenn Sie mehr brauchen, müssen die tatsächlich auch ebenfalls dann noch kostenpflichtig dazu gebucht werden, wenn Sie mehr benötigen als diese praktisch kostenlos dazu kriegen. Also da muss man drauf achten. Ist immer, da, wie gesagt, davon abhängig, wie viele normale Phone-Lizenzen Sie haben. Kriegen Sie eine gewisse Anzahl von Resource-Account-Lizenzen kostenlos. Alles andere ist wieder kostenpflichtig. Genau. Also wird dann hier auch ausgewählt. Das sieht man dann auch immer relativ schnell in der Oberfläche, wie viele Lizenzen man noch frei hat. Wie gesagt, wenn Sie da mehr brauchen, müssen Sie die tatsächlich auch leider kostenpflichtig dazu buchen bei Microsoft. So, genau. Also wie gesagt, dann sieht man hier auch bei den Ressourcenkonten, wenn man dann eins hinzugefügt hat, auch einfach die Rufnummernzuweisung. Relativ übersichtlich und einfach. Kann man auch dann einfach eine Rufnummer zuweisen, wie man das auch vorgesehen hat, mit schon den Benutzern. Und dann ist das Ganze auch schon aktiv.